Hoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Secret of Evermore. Ich bin Paisei. Und guck mal, was ich herausgefunden habe. Hört ihr das? On fire! Hab mich schon gewundert, warum er den Speer nicht werfen kann. Ja, er kann den Speer werfen. Yibiu! Und ich hab noch nicht dran gedacht. Kann ich eigentlich euch hier oben? Nee. Ja. Na, falls halt, es dauert eine Weile, bis er sich wieder aufgeladen hat. Ich kann ihn tatsächlich da oben treffen. Ich frage mich, kann ich hier irgendwo oben hin? Nicht so aus. Ich wusste, da war doch was mit Waffen aufladen und so. Oh, guck mal, wir kriegen schon Besuch. Danke, Duke. Ich brauche ein bisschen, dass ich die verbrauche. Ach, ja, Leute, ihr seht ja wie ein Felsen. Wow. Das heißt, wir müssen mehr Telekinese einsetzen. Dummerweise wird uns immer nur eine Pfefferschote mitgegeben. Ja, ich habe ein bisschen... Oh, alles klar, Duke. Ach. Du mit deinem Zungenbeglücker-Move. Schämst du dich nicht? Eigentlich. Ich habe da jetzt doch natürlich Zutaten gekauft. Und ja, mit der Sache mit dem Pfeffer ist tatsächlich nur eine Schote. Ich muss immer eine Schote, gibt er mir, der Kerl. Warum? Wasser gefunden. 100 Krallen gefunden. Warum eigentlich? Warum gibt man mir nur eine Schote? Ich meine, sind sie so groß wie so ein Echsenviech da? Dass man deswegen da nicht mehr mitnehmen kann? Ja. Problem ist auch natürlich auch zu treffen. Ah, so hätte ich das Sumpfmonster erledigen können. Aber pro erledigen. Eigentlich könnten wir gar nicht hier drum laufen, weil wir wirken wegen Überhitzung sterben. Dehydration, also. Das passiert, wenn man ja zu viel Flüssigkeit also dehydriert. Das ist sehr gefährlich. Na, was haben wir hier? Da ist genug Lehm. Okay. Also wir könnten hier gar nicht hingehen. Alleine die Strahlenhitze, die haut uns um. Ihr müsst euch vorstellen, die Lava strahlt ja so dermaßen, dass sie schon schon die Pflanzen, die in der Umgebung und alles, was brennbar ist, sofort angehen, also sofort Feuer fangen. Also könnte ich überhaupt ausrechnen, was normalerweise mit Dash und Duke passieren müsste. So, habe ich erwischt. Und Duke, du hast deine Nase in der Lava. Obwohl, wir sind eigentlich hier im Vulkan. Das ist immer so eine Sache, was ich mich immer wieder frage. Magma ist ja eigentlich was in der Erde, also inner, also unter der Erde, also unterflächig. Das ist ja Magma. Und es wird dann Lava genannt, wenn es außerhalb ist. Also sprich, Magma innen, Lava außen. Aber wir sind eigentlich im Vulkan und da müsste es eigentlich ja Lava Magma sein. Andererseits, Magma ist ja anhand... Ja, da die Hitze ja konstant bleibt, die keine Gelegenheit abzukühlen, ja, flüssig. Aber das ist hier ja nicht mehr flüssig, sonst könnten wir hier nicht drauflaufen. Du hast genug Pfeffer! Just I said! Ja, das ist so bescheuert. Na, jetzt weiß halt der Typ jetzt nicht seine Nase drinne. Das wäre sowas von furchtbar, Leute. Mal sehen, ob wir hier... Ja, klappt. Spielen wir mal hier die Ritter. Und es
Ja. Für den Fehler, Leute. Tja, was ist der Fehler hier? Ganz einfach. Das ist hier eigentlich geschmolzenes Gestein. Das heißt, flüssig. Müsste normalerweise der Felsen auch nicht da drin versinken? Das ist doch so ein tolles Spiel. Also, nicht sagen halt. Und so Kämpfe über Vulkanen sind doch immer, haben doch sowas Feines. Das sah man schon bei Star Wars, The Revenge of the Sith. Da, wo Obi-Wan und Anakin über Lava das Kloppen kriegen. Normalerweise hätten die ein tierisches Problem. Kann man sagen, Jedi-Kräfte und so, trotz allen Jedis sind trotz ihrer Fähigkeiten dennoch sterblich. Und sind eigentlich auch trotz allen der Naturgesetze letztendlich eigentlich auch unterworfen. Da können sie noch so gut ausgebildet sein und noch so alt sein. Sie sind trotz den Prinzipien eben, wie die Welt so aufgebaut ist, Biologie, Philosophie, Physik und alles eigentlich letztendlich auch unterworfen. Nein, Physik eigentlich nicht so. Weil die Sprünge, die sie machen, obwohl manche Anime-Charaktere haben auch ganz schön mächtige Sprünge drauf. Ach, Moment mal, jetzt habe ich total vergessen, Pfeffer zu holen. Ja. So, jetzt können wir ihn ja holen. Ich habe total vergessen. Ich kann nicht anders. Ich frage mich immer wieder, können die hier so drüber gehen? Das ist Lava. Vielleicht nicht so kochend heiß, wie ich jetzt hier Pfeffer gefunden. Ja, eigentlich schon vorher, aber konnten wir nicht mitnehmen. Ihr versteht ihr, wie kann das eigentlich angehen? Dass das angeht? Ich kann da meinen, da nicht das aufhören zu hinterfragen. Ich hinterfrage das. Wie geht das? Vor allem, die müssen theoretisch eigentlich einsinken und einen grausamen Tod sterben, wie der arme Typ aus Vulcano da. Ist ein guter Film. Also ich kann es euch empfehlen, vorausgesetzt, ihr habt Probleme, wenn ihr seht, wie Menschen sterben auf grausame Art und Weise. Ist aber trotzdem gut, gefällt mir. Ich habe irgendwie eine Schwäche für solche Filme. Okay, obwohl die Schwäche hat auch jetzt nachgelassen am Anfang und ja, verfehlt. Mhm. Der ist eigentlich da drin fest und du verfehlst. Ja, warum gucke ich jetzt nicht mehr so gerne diese ganzen Katastrophenfilme an wie Erdbeben, Tornados und so, weil da Klischees verbraten werden. Und ich sag euch, Leute, Klischees sind noch viel schlimmer als irgendwelche Naturkatastrophen. Es war früher mal so gewesen, da war mindestens immer eine Frau schwanger, da war immer irgendjemand von seiner Ex getrennt, kommt da wieder zusammen und so, und ach. Das war auf Dauer furchtbar nervig, Leute. Ich sehe noch irgendwas, bevor ich reingehe. Warum? Also, gegen Klitsche ist wirklich kein Kraut gewachsen. Selbst die größte Naturkatastrophe gar nichts. Und ich weiß nicht, warum muss da immer so eine olle, eine schwangere Auster dabei sein? Warum? Voll erwischt. Oder so dieses typische Klischee, dass der eine sich irgendwie opfern tut und so. Gott, ey. Das gleiche ist übrigens, hat der Protagonist einen Bruder, der wirklich ja alle Ordnung hält, also wirklich sich an die Vorschriften hält, so ist er tot. Neuling, tot. Kurz vor Pensionierung, sowas von tot. Ich hasse sowas. Und guck mal, was ich noch kann. Hebelwirkung! Ja, so macht man sich den Weg frei.
Man schmeißt einfach einen Felsen in die Lava. Oh, komisch. Hier hat's geklappt. Also hier, dass der Felsen hier in die Lava fiel und ein bisschen, ja, geschmolzen ist. Aber den anderen Stein, wo wir es mal haben, das nicht in Gang. Was hat das denn hier gebracht? Falsche Richtung. Jetzt kann man sich fragen, wie kann er es schaffen mit so einem kleinen Stab? Er hat da so einen Felsen drin. Ja, schon was von Hebelwirkung gehört. Das Ding ist ja zu euch geeignet. Ich sehe nichts mehr, bevor ich dann weitergehe. Komm, töten wir mal die ganzen Viecher. Ach ja, für Vulkano war auch nicht schlecht. Ja, ich bin wieder bei den Fünf. Und ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Tommy Lee Jones. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgebrochen. Oh Mann. Achtung. Der Film war nicht schlecht, obwohl da gab es eine Szene, wie ein Typ. Ich weiß nicht. Also der hat mir wirklich mordlüsterne Gedanken ausgelöst. Das war nicht so ein Typ, der ja wohl symbolisch für diese typischen Gaffer darstellen, die wirklich nicht ihr Hirn einschalten wollen und können. Ich meine, überleg mal die folgende Situation. Da bricht was aus der... Dass sie sich immer so wegdrehen müssen. Nein, sich. Also ich meine, da bricht irgendwie die Erde auf und kommt irgendwie was Rotes, Heißes. Ja, ist es. Ja, Leute, warum ich jetzt komme, Rotes, Heißes und ich labe dann ganz einfach. Wir haben tatsächlich einige Leute nicht gewusst, dass das Lava ist, was da rauskam. Ob die Amis wirklich so dumm sind oder ob sie in den Film so dumm dargestellt wurden, weiß ich nicht. Ich hoffe nur wirklich, dass es dumm ist. Und? Hebelwirkung! Ach, jetzt kommen wir da hin, oder? Oh, ja, also entweder wird ihr vielleicht helfen, die restlichen Leute zu evakuieren, oder ihr würdet in der Flucht suchen. Also zwei Sachen, die eigentlich letztendlich ja menschlich nachvollziehbar sind. Ja, aber gleich nicht mehr. Müssen wir merken, was der Pfeffer da ist. Ja, und was macht dieser hassenswerte Typ? Er telefoniert hier so am Handy und labert die ganze Zeit. Der Typ labert und labert. Und wenn ich sage, er labert, dann meine ich auch labert. Ich meine, da ist wirklich die Kacke am Dampfen. Die Hölle bricht wortwörtlich los und der Typ sitzt da die ganze Zeit im Auto und labert da seine Gesprächspartner irgendwie los. Ja, da ist irgendwas, da kommt irgendwie rotes Zeug so und ja, super Typ, super. Du willst doch nicht allen Ernstes sagen, dass du nicht weißt, was Lava ist. Ich meine, wie doof bist du? Blätter. Und was mich... Ja, also... Ihr, wo sagt der hassenswert? Da steckt ein... Tja... Feuerwehrmann, sag mal, richtig so im Auto in den Feuerwehrwagen fest. So, weil das Ding hat sich halbwegs überschlagen, liegt da auf der Seite. Und der Typ schreit die ganze Zeit um Hilfe, wenn die Lava näher kommt. Kommt. Ich meine, jeder Mensch hätte versucht, ihn zu retten. Oder... Wer ist er? Wo ist er gefunden? Also... Zumindest... Also die Lava war noch nicht ganz da gewesen. So, sie war noch weit weg. Man hätte den Kerl... den armen Teufel wirklich retten können. Aber nein... Passierte nicht. Passierte erst in allerletzten Moment... Na, was heißt hier allerletzten Moment? Der hat's nicht geschafft. Er ist zusammen mit seinen Kollegen, der ihn noch rausholen wollte... Leute, verbrannt. Jämmerlich verbrannt. Wisst ihr, was das für ein grausamer Tod ist? Da hätte in der Zwischenzeit dieser dumme Handynutzer da helfen können. Gut, jetzt kann man sagen, ja, eine Windschutzscheibe kann man nicht so... Du, geh noch nicht rein. Das sieht nämlich sehr richtig aus. So.
Da hätte, also, ich kann das nicht. So hätte er ihn helfen können, sag mal. Also, Windschutzscheibe, da war ich jetzt. Ich war ein bisschen, habe kurz den Faden verloren. Meine Spezialität. So, eine Windschutzscheibe zerbricht ja nicht so, also zerbricht ja ein bisschen anders so. So, Bastion. Alter, das. Aber man kennt es aber, trotzdem, es gibt eine Möglichkeit, dass wir doch die Dinge, oder, denn da hat er nichts in der Art, hat der Typ versucht. Nicht irgendwie, hat er irgendwie das Handy beiseite gelegt, Asche gefunden, naja, Asche auf dein Haupt, Ash. Und hätte da irgendwie versucht, den Typ ihm zu helfen, oder sowas, versucht, nichts in der Art. Ach. Oh, hi. Oh, super. Ich erinnere mich an den Teil. Ein Moment. So, weiter geht's. Das ist genug Wachs, okay. Na, das wird ein Spaß mit den Röhren. Ich erinnere mich. Aber da wollte ich noch nicht hin, da wollte ich noch zur anderen Seite. Kann ich da noch mal hin? Also, oh, hi! Da seid ihr ja wieder. Also, der Typ hat wirklich die ganze Zeit nichts gemacht. Der hat ihm nicht geholfen. Oder sonst irgendwelche Hilfeleistungen gemacht. Nein, der saß die ganze Zeit in seinem verdammten Auto oder die ganze Zeit in seinem verdammten Handy gesprochen. Während vor seinen Augen Menschen gestorben sind. Da hat er gesagt, oh mein Gott, der zweite Vorbein versucht nicht zu retten, oh mein Gott, jetzt verbrennen sie alle. Ich hätte den Typ am liebsten wirklich sein Handy entrissen und ins Maul gestopft. Ja. Oder nein, jetzt nicht so einfach ins Maul gestopft. Ich hätte das so ins Maul, im Arsch reingeschoben, bis es da oben wieder rauskommt. Und somit an sein Maul gestopft. Ach, du bist da oben. Weil. Also ich weiß echt nicht, was das soll. Also. Ja, wahrscheinlich sollte es wohl ein dummer Paparazzi sein. Die sind ja sowas von Story geil, dass es den Scheiß egal ist, ob da Menschen draufgehen oder nicht. Siehe mit Prinzessin Dai. Die ja gestorben ist, wo die Typen noch sterbend, noch fotografiert, wo sie noch im Sterben lag. Sie lag da im Autowrack und diese widerlichen Scheißhaufen haben noch weiter fotografiert. Und wie abartig ist das denn? Da liegt ein Mensch schwer verletzt und die machen weiterhin Fotos. Sorry, aber wer das macht, der ist einfach, ja, wie soll man sagen, herzloser Bastard, der, ja, das wäre wohl die beste Bezeichnung. Dabei bin ich eigentlich kein so ein Fan von Lady Di gewesen und bin es eigentlich auch nicht, aber das muss man sich trotzdem vorstellen, da liegt ein Mensch schwer verletzt. Die fotografieren das noch. Oh, tschüss. Hä? Viermal Asche gefunden. Ich frag mich, was das hier ist. Auf jeden Fall ist das kein Teppich. Könnte glasierter Sand sein, so halbwegs. Schön poliert und sowas. Bernstein? Nee. Gönn ich darauf. Sieht nicht hübsch aus. Vielleicht Vulkanglas. Oder nicht, Junge. Komisch. Auf jeden Fall hier wohnt wohl keine, der uns freundlich gesonnen ist, weil Dash hat doch sein Speer draußen. Nee. Ach, wo wir noch so Thema bei den Aufreger sind. Es ist ja auch so jetzt. Ja, diese ganzen Selfies ist ja auch irgendwie jetzt, ja, gang und gäbe. Danke, Duke. Okay.
lesen irgendwelche Selfies so machen und so. Also ich weiß nicht, meine Welt ist das nicht so gerade. Max, was witzig ist ja dabei, jedes Mal den Smartphone oder iPhone zucken und dann welche Bilder machen, mit sich also so diese Selfies und dann auf Facebook hochladen und so. Okay, Entschuldigung, Leute. Hör auf, meinen Hund zu belecken mit deiner Hinterzunge. Ach, guck mal, ich glaube, die sind nicht gerade begeistert, dass wir hier drinnen sind. Sorry, aber das... Wie bitte? Das Ding ist doch rübergeflogen. Hör auf mit deiner dummen Hinterzunge. Danke, Duke. Viermal Asche gefunden. Wieso ist da auf einmal so viel Flex davor? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, hallo. Ja, ist gut, ich weiß. Ihr habt was dagegen, dass wir in euren Gutes sind und ein bisschen hier euch aufmischen. Ach du heilige Scheiße. Halt uns mal. Naja, okay, das ist jedem selbst überlassen, aber jetzt von sich immer ständig Fotos machen und dann hochladen. Ich meine, wer bin ich denn, der jetzt sage, das ist scheiße so? Wenn jemand daran... Ach, da oben sind wir jetzt. Aber jeden. Nicht belecken, Alter. Ich meine, es sind ja nur Fotos letztendlich. Aber bei manchen Selfies denke ich auch, Leute, habt ihr kein Hirn oder sowas wie Mitgefühl? Weil ich bin letztens über einen Bericht gestolpert, da haben Touristen Selfies über eine Gasexplosion gemacht. Wo ich denke, Leute, da sind Menschen verletzt worden, vielleicht sogar getötet und ihr macht Selfies davon? Nicht jetzt ja eigentlich. Oh, verdammt. Und da, wo es jede Menge Ärger gibt. Scheiße. Oh, ich habe ihn doch erwischt. Sorry. Oh, das ist der Echsenkönig. Okay. Und ich verfehle ihn meilenweit. Ja, vorsichtig, Duke. Der könnte ein bisschen sauer sein. Oh. Naja, ist gut, wir spielen mit dir schon. Pfeffer halten! Ich dachte, das Spiel wäre jetzt abgestürzt. Ich will was sehen. Nee, immer nur ein Pfeffer. Moment mal, wir sind ganz halt hierher gekommen, um den Echsenkönig sein Pfeffer abzuluxen. Ich wusste ja, dass im Mittelalter und so Pfeffer sehr begehrt war, aber... Naja, hier braucht man es halt für Telekinese. Oh, das... Ach du meine... Heilige Scheiße, ich muss jetzt aufpassen. Moment! Wer weiß, wofür wir den Pfeffer brauchen. Toll, wir sind in Gemächer des Echsenkönigs gewesen. Also sind wir ja noch. Ja, ich glaube, solche... Wie kann man solche Leute nennen, die sowas... Oh, verdammt! Die da sich wirklich über solche... beim Katastrophen sich selbst postieren.
Sag mal, Katastrophen und Selfies. Nee, das könnte man meinen. Oh! Dash ist jetzt. Bestimmt ja, die beiden leveln ja mit. Dann gehen wir jetzt mal zu den Röhren. Gucken wir aus der Röhre, in die Röhre, aus der Röhre, immer wieder voll Lido. Ich hab sogar den Ton getroffen. Wow, zwei auf einen Streich! Okay, waren wir wohl auch nicht. Oder doch? Naja, genug Asche. Hätte ich auch wirklich im Leben mehr Asche. Okay, über Selfies, das ist nicht so meine Welt, aber jedem das seine. Aber bitte nicht bei solchen wie bei Gasexplosionen das Filmen, also Selfies machen so. Also wirklich da dümmlich grinsend vor so einer Gasexplosion stehen, also oder die ganzen Leute, also die Feuerwehrmänner erinnert und alles, was dazugehört, Polizisten versuchen, irgendwie die Sache unter Kontrolle zu kriegen und so. Also, das ist einfach nur geschmacklos, Leute. Wie man ist es wirklich wert, das auf Facebook hochzuladen, nur um da irgendwelche, wie viele Likes zu kriegen? Ach, übrigens, Facebook, da habe ich echt keine große Anwahl. Ich habe kein Facebook. Ich habe Twitter. Ich habe Skype. Und das war's. Weil ich brauche den Scheiß, ehrlich gesagt, nicht. Also, ja. Ich, ja, hier, mal sehen, was ist hier. Ja, Wasser kann ich immer gebrauchen bei dieser Affenhitze, die hier herrscht. Es ist höllisch heiß hier! Aber irgendwie haben sie es auch gemütlich, die Echsen. Also Geschmack haben sie. Hm? Tja. Warum ich Facebook nicht habe? Naja, weil das, ich meine, ich sag immer so, wie ich es mitgekriegt habe, ist, dass da immer ständig wieder so verstellt wird, dass da plötzlich, was eigentlich auch privat gestellt war, plötzlich dann auf einmal öffentlich war. Und darauf lege ich nun mal keinen sonderlichen Wert. Oder dass man einmal Facebook hat, immer wieder davon belästigt wird und sowas. Das war... Nee. Okay, jetzt könnte man sagen, ja, wenn du dich wegen der Öffentlichkeit da nicht so ein Fan bist, hier, warum machst du YouTube-Video und sowas? Das ist ja, weil ich das so sage, einigermaßen unter Kontrolle habe. Zumindest bilde ich es mir da mehr ein. Kann auch sein, dass es nicht der Fall ist und sowas. Aber nichtsdestotrotz, ich Let's Play ja auch, weil es mir persönlich Spaß macht. Und mir auch hilft, dass ich nicht immer in diese Esomorbidität erfalle. Das ist nämlich mir aufgefallen, dass, ja, Mist, aber nur wenigstens hat Juk das erwischt. Das ist mir wirklich aufgefallen, dass da manche Leute eine, bist du da umgekommen? Ja. Wirklich, manchmal wirklich dieses ja, ich wollte sagen, dieses Also wenn man es erstmal überlegen muss, was sagt man nochmal und was soll man nochmal sagen oder wie heißt sie das nochmal, wenn man so hängen bleibt, aber ist es mir wirklich aufgefallen, dass manche Leute dieses haben und ich habe auch immer so üble Angewohnheit, wie zum Beispiel, sag mal, oder... Ehrlich? Ja, das sage ich übrigens aber. Ach, ehrlich? Der blöde Kasten meint,
Oh, Black Windows! Juhu! Scheiß die Wand an. Wir sehen uns. Zia Matane.